So, da sind wir wieder. Ich lese mir gerade durch, was die hier sagen. Gut, dann erklär's schon mal. Die Quinn entschuldigt sich, weil die mir einfach so den Auftrag gegeben hat. Der Merrick sagt, das bringt nichts, sich nicht entschuldigen. Quinn schaut weg. Merrick weiß, wie viele Männer wir verloren haben. Und der Hauptmann sagt halt, dass die Armee auch schwere Verluste gemacht hat. Und müssen erst um die Knolle kümmern. Die waren schon immer aggressiv, aber noch nie so schlimm wie jetzt. Und jetzt haben wir Chieftain den Anführer Und töten. der Gallagher sagt jetzt, dass die Knolle sich versammeln und ein Riesenknoll mit rotem Fell sie anführt. Und wir lernen den neuen Skill, also ich lerne den XI-Move. Der ist ziemlich cool, den zeige ich dann, wenn wir auf dem Schiff sind. Und der Kevin, der lernt. Was lernst du? Auf den Boden hauen und dann alle wegschlagen. Ja, Ja. wir müssen jetzt die aufhalten, indem wir Knoll Chieftain entgegenlaufen. Und ihn kaputt machen. Ja. Und der ist gar nicht so einfach, der Kerl. Aber wir machen ihn trotzdem gleich auf hart. Ja, ein besserer Helm. Ja. Sofort anziehen. Oh ja. Und der Helm sieht sogar gut aus. Also. Mit dem kann man. Kaira, XE-Move. Kann man einfach wegklicken. Bringt einen ja nur den Skill bei. Der HP verbraucht 20% HP. Ja. Ist ein bisschen nervig, aber dafür macht auch fett Damage. Er macht keinen Schaden, bloß du wirst befreit, wenn du im Also bei mir macht Zunge der bist und ordentlich lebst. Schaden. Da steht aber. Bei Die hat aber, die dir. hat gesagt, dass es nicht. Nein, die hat mir gesagt, dass er nicht viel Schaden macht. XI-Move. Naja, die Nutze erste einen Stufe schnellen, starken ist Angriff die gegen nahe erste Gegner. Stufe. Bei mir, wenn ich den upgrade, erhöht den Schaden um 1%. Bei mir auch. Ja. Vielleicht macht es jetzt noch keinen Schaden, aber wenn wir es upgraden oder sowas. Wenn du die Schmetterntaste direkt nach der Benutzung des XE-Moves drückst, kannst du einen Viertreffer-Schmetterangriff benutzen. Was? Ja. Du kannst direkt, wenn du den gemacht hast, kannst du nochmal deinen Kick machen. Cool. Ja. Und ins Gasthaus. Warst du schon da? Ja, aber ich weiß nicht, was sie gesagt hat. Ja, das ist das mit dem Brief von Keegan, dass wir dem Maverick geben sollen, weil wir ja so gut befreundet sind. Nee, erst gehen wir zu dem Also ja, Zaubertranktypen. genau, wir sollen erst den anderen Ja, aber den ich gebe Brief. jetzt erstmal einen Job für Scheile ab, kurz. Die beiden weißen Knollherze. Und dafür kriege ich gesegnetes magisches Puder. Und jetzt, du kannst ja schon mal erzählen, was da passiert. Ja, mache ich Und auch. ich verkaufe ein bisschen Crap. Klodeck freut sich über den Brief. Und dann sagt er, dass Keegan einer aus der königlichen Armee ist. Und die waren. Es ist hier so eine kleine Geschichte von denen, aber die ist unwichtig. Und langweilig. Die irgendeinen Küken gerettet haben und sowas. Jetzt muss ich den Brief dem Merrick geben. Aber, kann ich ja schon sagen, auch wenn ich nicht da bin, der lehnt den Brief ab, weil er nichts mehr von den Kriegen wissen will, weil er halt in die Armee gekommen ist, in die Königliche, und Merrick halt nicht. Ja, also er macht auf weinerliches kleines Mädchen. Ja, wir sollen den Tief zurückgeben. Und wenn wir dann Gasthaus sind, sagt die Tief, dass sie sich auseinandergelebt haben, halt weil er in die Königliche Armee gekommen ist und der Merrick nicht. Und nach Rochesse ging in die Burg, wo wir noch nicht rein können. Und jetzt hat die mir so einen Ring gegeben, einen Freundschaftsring, die alle haben. Und jetzt kommt Klodak rein und die reden über Merrick, weil er sich mal aufregt, wenn er Keegans Namen hört. Und jetzt hat die Klodak die Idee, wenn wir die Freundschaftsschwerter erwähnen, dass das ihn vielleicht an alte Zeiten erinnert. Ja. Und die Freundschaft Allerdings sollen wir ihnen haben zeigen. sie die Freundschaftsschwerter weggeworfen.
Der hat sie in irgend so einen Graben geworfen und wir sollen es dann rausholen. Also jetzt muss ich jetzt Mara gehen und ihnen den Freundschaftsring zeigen und die Freundschaftsschwerte erwähnen. Genau. So, das mache ich jetzt auch. Hat der Mara gesagt. Er nimmt mich an ein Schwert, das ich vor einer Zeit in die gefährliche Ruine geworfen habe. Ich denke, irgendwelche Knolle haben sie aufgehoben. Weißt du, ich habe mich so wenig um dieses Schwert gekümmert, dass ich gar nicht mehr weiß, wie es aussieht. Nee, der Helm. Ich habe dieses Schwert absolut vollkommen vergessen. Der Helm ist saugeil. Ich mag den Helm. So, jetzt müssen wir zu Clodagh. Zum Gemischtwarenladen. Ja, da laufe ich gerade hin. Ich auch. So, da. Und Merk hat das Schwert weggeworfen? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja, hat er. Wir müssen das Schwert finden. Ja. Genau. In der Battle Quest. In den Gefecht. Freunde. Friends. Ja. Aber als erstes. Ah, der Ring ist schon angelegt. Perfekt. Ring anlegen. So. Auf Level 10 räume ich mal mein Inventar auf. Wir haben noch keine zweite Tasche. Stimmt. Ja. Auf Level 10 bekommen wir dann die dann, glaube ich. Ja. Okay. Dann würde ich mal wieder sagen, wir unterbrechen kurz. Damit die Aufnahme nicht scheiße klingt. Naja, eher weil jetzt wieder wir aufs Schiff wollen und das wieder rumlegen wird. Ja, okay. Also, vorsichtshalber schon mal. Ja. Also bis gleich. Wir sehen uns dann auf dem Schiff. Hallo. Erfolgreich auf dem Schiff. Ja. Ja. Jetzt müssen wir halt gegen diesen Obermakel-Gnoll kämpfen. Was hast du gemacht? Du hast mit zwei oder weniger Spielern. Genau. Okay, starten. Wir müssen den mit einem Kick töten. Da müssen wir mal dran denken. Ja, das vergessen wir nämlich immer. Ja. Oh, das war meine Attacke, meine XE. Bam! Meine XE-Attacke ist die. Bam! Mein SV cooler. Bam! Meine sieht aber auch cool aus. Ja. Ich finde meine trotzdem toller. Na und? Ich zeig sie gleich mal hier jetzt. Bam! Und wie die Schaden macht. Keine Ahnung. Warte, meine macht. Stimmt, es macht so viel Schaden wie der Abschlusstritt. Ein bisschen mehr. 50 mehr. Jetzt habe ich es wieder low HP. Bam, wollte ich gerade machen, aber Mann. Aber Fan oder Frau. Ich wollte gerade Bam machen, weil ich da so gerade runtergesprungen bin, aber als ich Rechtsklick machen wollte, war es schon zu spät. Ich bin schon auf dem Boden angekommen. Als ich Rechtsklick machen wollte, war es zu spät. Ja. Das hört sich so geil an. Komm her, du kleines Mistvieh. Boah, hab gerade einen Crit gemacht. Ja, schlag den Finisher weg. Ja. Stoff. Get it. Im Stoff erhalten. Ich hab ne Gnollkeule. Waha. Tritt. Tritt. So krass, ey. Spinnennetz. Und Teller. Boah, den kann ich ja jetzt auch. Ach, Mann. Ich will den Teller aufheben. Den kann ich so cool schleudern. Ey, siehst du den Bug bei mir? Ja. Siehst du das? Dass die Spinne so hinter mir her schwebt. In dir drin wohl eher. Gefälschte Ruinenputzer. Was hast du gemacht? Siege Knoll mit Objekten 1 von 100. So, ja. Das ist auch witzig gemacht. Also ja. Hier sind so ganz viele lustige Sachen. Man muss das Tor aufmachen, indem man die Dinger hier runterhaut.
Ja. Hier so, fällt jetzt runter Ein Wald runter. und öffnet das Tor. Oder wo man, wir müssen auch dann mal so Dings, so, wie heißt das? So Gewichte auf so Holzbretter schieben, damit die Holzbretter kaputt gehen und wir durchlaufen können oder Oder man sowas. kann aufs Dach klettern und so ein Seil durchtrennen, dass da so ein Holz runterfliegt und die Gegner weghaut. Genau. Es gibt echt lustige Sachen. Ja. Oder das mit den sich drehenden Teilen. Wenn man den Schalter aktiviert, dann kommt so ein Teil des Ja, Gesprächs genau, rum. so ein Eine Säge. Rad, genau, und eine Säge. Und das tut halt weh, wenn man davon erwischt wird. Aber es tut den Gegnern auch weh. Das ist lustig, die dann da reinzuschmeißen. Genau. Oder diese eine Grube, wo wir dann ganz viele reingeschmissen haben. Ach genau, ja, das ist auch witzig. So eine Grube, die einfach abgedeckt ist. Und dann kann man das Abgedeckte zerstören, da ganz viele Viecher reinwerfen und dann eine Bombe reinwerfen oder sowas. Ja, das ist lustig. Ach Ich nee, mag ich wiederkomme ja Frösche. diese scheiß Frösche da. Ich mag die Frösche. Die Ich droppen nicht. Peridots.